Herzlich willkommen bei unserer Reihe Vor dem Roten Vorhang. Ich spreche diesmal mit dem dritten Neuzugang des Dortmunder Schauspielensembles, Oskar Musinowski. Es gab ein erstes Leben als Fußballer. Ja, also das hat so angefangen, ich habe zwei ältere Brüder, wir waren immer kicken, wie es immer so ist. Gab nicht viel und wir haben aber gerne gekickt und hatten so einen Bolzplatz hinter unserem Haus und bin dann irgendwann im Verein eingetreten. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich auf eine Sportschule kam und haben wir so, weil wir eh sportverrückt waren, wir drei, haben wir einfach den Narren dran gefressen und haben an uns gearbeitet, beidfüßig und Tricks und all sowas und waren eigentlich Tag und Nacht unterwegs und auch mit dem Ball. Und ich war dann irgendwann, selbst als ich 16 war, war ich dann auf einer Sportschule, bin ich dann da gelandet und bin dann sogar abends noch zu meinen Brüdern zum Training gegangen bis 23 Uhr so. Und hatte dann eigentlich schon meine zweite Einheit und in der Vormittags in der Schule auch schon. Wir waren einfach durchgeknallt und wollten die Welt erobern, ne? Weil das waren so die Ziele halt für aus Lichtenberg in Berlin. Und ja, da habe ich auch gespielt. Und das waren eigentlich so meine Grundsteine. So, das hat so einen tollen Trainer, der hat mich dahin geschickt zum Probetraining. Da waren 120 Mannequin und dann hat es dann nur mein bester Freund Semir und Wojciech Antolter und ich, wir haben es dann geschafft und ja, das war dann auch so, es war dann super und hatte dann eine super Zeit, immer freitags hatte ich immer schulfrei, immer Turniere und die Lehrer immer geschimpft, du musst aufpassen und so und ich dachte, ja, ist kein Problem, Schule, ja, aber der Ball, der Ball muss ins Tor. Ja, und dann habe ich das einfach durchgezogen und habe mein Abitur auf der Sportschule gemacht und dann hat sich das alles gewandelt, ich war immer noch dabei und dann habe ich mir irgendwann so eine Verletzung zugezogen, die irgendwie ganz lange angehalten hat und dann war ich da in der Reha und habe überlegt, was ich machen kann. Ich habe, mein Bruder studiert Jura und mein anderer Bruder hat andere Sachen gemacht und ich dachte so, ja, ich weiß nicht, so Bücherwälzer bin ich nicht. Ne? Ich habe es dann versucht mit BWL an der Fernuni Hagen, dann kommen immer die Materialien zugeschickt und ich dachte so, mein Gott, die werden immer größer und Gewinnmaximierung, kann ich dir erzählen, was es ist. Und ich hatte auch einen Kumpel, der war auch noch Fußballer in der Zeit und hatte mit dem, der war dann 5 Jahre älter und den habe ich immer begleitet. Und war alles nichts. Und dann bin ich zum Modeln gekommen und hat sich alles gewandelt und das Modeln hat mich dann, das war ganz witzig, denn mein bester Freund, also von meinem Bruder der beste Freund, der hatte eine Kamera, da haben wir Fotos gemacht und mein Bruder hatte eine Freundin, die beim Modeln war und dann hat sie gesagt, geh mal zu den Agenturen und dann war ich da und einen Monat später war ich in Mailand bei der Fashion Week und hab mich dann, das war super, weil die Welt offen war, dann war ich auf einmal in der Welt und habe mich dann aber auch relativ schnell gelangweilt und bin dann zum Schauspiel gekommen. Unbewusst, ich glaube, ich war einfach so naiv und so blauäugig, weil ich bin einfach hingegangen, ich kenne eine Familie, mein Bruder hatte eine Freundin, mein anderer Bruder, das ist jetzt kompliziert, hatte eine Freundin, die ist Schauspielerin und die hat dann gesagt, sprech mal davor und dann braucht man Monologe. Ich habe mich informiert, habe die Fristen eingehalten, um mich zu bewerben und habe mich dann da so reingestürzt und ich dachte, ich hatte so einen Weltschmerz halt durch die ganzen Sachen, auch mit dem Fußball. Das war natürlich nicht verdaut oder es war eine große, riesengroße Verwirrung und ich hatte sowieso immer irgendwie so einen Gerechtigkeitssinn. Und es hat mich dann irgendwie angekurbelt, mir Monologe rauszusuchen. Dann habe ich die ein bisschen einstudiert und bin dann einfach hingegangen. Und ich glaube, ich hatte nur einen guten Song und einen guten Monolog und der Rest war irgendwie so ein Mist, weil sie dachten, ja, du brauchst Farben und so. Und das hat mir eigentlich schon so geholfen, glaube ich schon. War immer Klassenclown so. Ich dachte, okay, Mist machen konnte ich gut. Deswegen auch Schauspielerei. So. Ja, vielleicht mag das keiner gerne hören, aber das war dann diese Kreuzung zwischen... Ich habe auch immer gesungen vor Leuten, als ich jung war und all sowas. Hat mir Spaß gemacht. Ah ja, ich habe ja jetzt in Rostock studiert und da gibt es halt so zentrale Vorsprechen, das ist ganz gut. Also in der Schauspielerei haben die zentrale Vorsprechen, eins in Neuss, in München und in Berlin. Und das bietet halt eigentlich eine gute Perspektive, dass die Leute dann halt es war jetzt hier, glaube ich, Michael Eickhoff. Die gucken sich dann die speziellen Schulen an und suchen sich ihre Leute raus und die sie dann einladen zum Vorsprechen. Ne?
Also das ist echt gut organisiert. Nicht so wie bei der Oper, nicht so wie beim Tanz und sowas. Das ist, da habe ich, ja, und so bin ich dann nach Dortmund gekommen. Dann haben sie mich eingeladen und dann kam ich an meinem Geburtstag hier an, aus Salzburg. Die lief super, ja. Ich meine, ja, so durchgeknallt, positiv durchgeknallt würde ich das alles beschreiben. Es war ja ein sehr heißer Umlauf eigentlich, tolle Ideen und wir haben einfach gesammelt. Farbe, Wasser. Und ja, er hat mich da eigentlich schon so an die Hand genommen und ich glaube, ich habe mich an die Hand nehmen lassen und wir haben uns da reingestürzt und es hat super viel Spaß gemacht. Ja, also tolle Bühne, Bühnenbild und ich bin ja eh, ja, so, ich mag, wenn man, das ist ja vom Sport auch so, Fußball im Regen ist natürlich das Beste, ja, und dann Farbe und Regen, irgendwann kotzt es dich an, wenn die Farbe auf deiner Haut den ganzen Tag ist, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, diese Schlammschlacht. Also mit Andreas, ja, das war anfangs sehr schwierig, das hat aber nichts mit Andreas zu tun, sondern ich wusste nicht, ich dachte einfach so früher, ich kenne Chansonabende oder da singt man einfach und jetzt kam aber noch die Technik dazu, dass ich mich durch die Boxen hören muss, dieses Mikroport, was mich dann irgendwie nervt und sowas und dann wusste ich ganz oft nicht, also das war eigentlich, mit Andreas, wir verstehen uns gut, er kommt ja auch aus dem Osten. Und der hat es eigentlich super gestimmt von der Harmonie her. Bloß mein Problem war mehr dann halt diese Technik, dass ich mich daran gewöhnen musste, weil ich nicht weiß, wie das auf mich wirkt, wenn die Box mir ins Ohr geht, wie hört der Zuschauer mich? Aber die Frage war ja mit Andreas. Das war super. Mhm. Wir verstehen uns sehr gut. Er kennt auch meinen alten Sprecherzieher und die sind auch befreundet. Und ja, das kann, glaube ich, nicht schief gehen. Ich glaube, ich freue mich darauf, was noch kommen wird. Ja, ganz gut. Also, ich habe da nichts gemerkt. Also, alle offen, interessiert und ja, reden mit mir und helfen mir und stützen mich. Und ich glaube, besser jetzt, also, wenn ich jetzt alles so, ich habe ja jetzt 2 Tage frei nach den 2 Premieren und ist eigentlich wie der Jackpot im Pott, habe ich, glaube ich, gestern geschrieben, so eine Phrase. Aber es ist eigentlich sehr gut. Ich werde hier gut aufgenommen und, ich bin sehr glücklich eigentlich. Besser hätte es nicht laufen können für den Anfang, finde ich. Ah, okay, ja. Yeah. Ich weiß gar nicht, wie mein Musikstil aussieht. Also wir sind mit Hip-Hop aufgewachsen, dann sind wir mit der Karre durch die Stadt, die Scheibe runter, 3 Uhr nachts und haben auch Techno gehört und dann auch Techno und so. Das hat sich dann immer, weil ich ja im Osten eigentlich groß geworden bin, in Lichtenberg, also ja, dass man das immer sagt, in Lichtenberg, da ist eher so die Techno-Phase gewesen und dann bin ich durch den Fußball natürlich in den Westen gekommen und da waren wir dann auch, Hip-Hop natürlich, da war auch ein großer Einfluss und wenn ich ein Spiel mehr mache, jetzt würde ich auch, aber ich bin auch mit Jazz und klassischer Musik, das wäre so ein interessanter Mix, den müsste ich aber noch erfinden. Vielleicht schaffe ich das. Ja, jetzt, ich habe gerade gestern meinen ersten Boxunterricht gehabt. Ja, wir machen jetzt Verbrennungen. Das startet morgen. Muay Wat heißt das, glaube ich, von Muay Wat. Und ja, da soll ich jetzt eine Boxchoreografie machen mit Sebastian Graf. Und ich freue mich, dass ich schon wieder mit Sebastian spielen darf. Ja, und wir beide sollen jetzt Boxtraining nehmen, 2 bis 3 Mal die Woche, um dann halt eine Choreografie auf der Bühne hinzulegen. Eine flotte Nummer, da bin ich echt mal gespannt. Ich glaube, ja, ich glaube, schon wird schon bestimmt einmal passieren oder so. Aber ja, und gestern hatte ich den ersten Unterricht und ja, das ist eigentlich das nächste Projekt und sonst gucke ich immer von Spiel zu Spiel, wie immer im Fußball, weil sonst ist die Neugier so groß, also ich bin ja sehr neugierig und jetzt stürze ich mich da rein und ja, der Rest, der wird sich zeigen. Ja, schon, also es ist auf jeden Fall, ja. Ich wohne auch, mein Vermieter ist auch, hat eine Dauerkarte und
total mir auch positiv durchgeknallt. Ja? Ein Herz und eine Seele so. Und auch wenn der Spieltag hier ist, lernen alle zum Stadion. Deswegen war ich auch sehr froh, nach Dortmund zu kommen. Ne? Das hätte mich wesentlich schlimmer treffen können. Nein, ist super. Ich hoffe bloß, ich krieg Karten. Also wenn jemand Karten hat.